Hallo, liebe Leute, da bin ich wieder. Ja, nach langer, langer Pause, ich weiß. Ja, ich versuche mich mal wieder dran, beziehungsweise ich wollte es ja immer noch weiterspielen, aber im Augenblick fühle ich mich wieder in der Lage, beziehungsweise es geht wieder vorwärts und ich hoffe, das bleibt auch so. Die Leute, die wissen, was los war, die wissen warum und die, die es nicht wissen, ja gut, okay, braucht ihr auch nicht. An dieser Stelle erstmal noch ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr treu geblieben seid, dass ihr mir auch Mails geschickt habt und toi 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 und beste Wünsche geäußert habt. Ja, und natürlich auch für die vielen Follows, die ich auch noch bekommen habe und natürlich auch die Likes. Jetzt, was hat sich jetzt erneuert? Als erstes werde ich mich mal ein bisschen rechts unten dahin knallen. Moment mal, wo bin ich? Ah, da bin ich jetzt rechts unten und ich kann mich auch wegschieben lassen und wieder einblenden lassen. Gut, okay, das ist jetzt eine neuere Spielerei. Aber jetzt geht es ja mal hier um das Spiel Odyssey im Auftrag des Königs und zwar letzter Speicherstand. Und schaut mal, das hier, genau, am 27. Mai 2021 war der letzte Spielstand. Da stand ich vor dieser Höhle und ja, und einen Tag später hatte ich dann eine schlechte Nachricht bekommen und deswegen die lange Pause. Ja, dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich werde mal einen kleinen Schnitt machen. So, alles eingerendert und hoffe, dass es nicht zu arg ruckelt. Gucken, ob, ja, die Waffen muss ich mal wieder hier ein bisschen raus und rein tun, damit die sind ja über die Zeit ja ein bisschen, ne, eingerostet. Mal gucken, ob mein Gehirn auch eingerostet ist. Okay, was ich auf jeden Fall weiß, dass da Schattenläufer sind. So, und da ist ein Dunkelpilz. So, und dann werden wir mal hier schön anschleichen, damit wir uns an die Schattenläuferches heranschleichen können. Ah, da ist ein Dunkelpilz. Zäher Wüstenschattenläufer. Okay. Ein bisschen hat er mich genutzt. Ein bisschen aber auch nur. Gut. Dann wieder mal in die Knie gehen. Dann haben wir hier noch Dunkelpilz. Und da hinten ist noch so ein zäher Schattenläufer. Und da hinten jede Menge Dunkelpilze. Ja, mein Gott, warum packt man hier zwei Schattenläufer rein, um hier die Dunkelpilze zu bewachen, oder was? Ah, wunderbar. Also das klappt bei mir noch. Das klappt bei mir noch. Also diese Kombination. Ja, okay, dann kann ich hier wieder aus dem Schleichmodus raus. Ja, dann hätten wir... Oh, hier ist noch einer. Butlerfleisch und Dunkelpilze. Schön. Und da sind noch welche. Kann man schöne Suppe machen. Gibt es wieder Mana. Okay, dann speichere ich mal. Ja, dann gucken wir doch mal ins Logbuch rein. Da muss ich mich dann offline-mäßig auch noch mal hier durchlesen, durchhangeln, was alles noch zu tun ist. Und hier unten im Tal, im Waldtal, werde ich mich erstmal ein bisschen reorientieren müssen. Was klar ist, ich befinde mich irgendwo da links oben. Ja, schön. Und irgendwas hörte ich. Und ich weiß gar nicht, von wo aus ich gekommen bin. Ich glaube, ich bin hier von hier gekommen. Ja, damals. Okay. Okay, suchen wir mal weiter hier. Ja, ich habe mal wieder die Musik angemacht. Ja, schauen wir mal. Wo geht's denn und wie weiter? Ja, okay. Springen wir mal hier ran. Blöd, dass das hier so eine Senke ist. So eine Senke. Okay, hier ist ein Wasserfall. Ich glaube, ich werde erstmal hier so ein bisschen an der Mauer entlang. Ah, guckt mal. Da geht es einen Weg hoch. Aber ich bin hier unten noch nicht ganz fertig.
Deswegen. Schau ich nochmal, was es hier gibt, Leute. Ist das hier ein Gewirr und Gewarr? Okay, gut. Ja, durch diese viele Vegetation mal so einladen. Ich habe nicht so einen Ulti-Bulti-Multi-Rechner. Noch nicht. Oh, hier gibt's was. Ich habe nur ein neues Gehäuse, neue Lüftung und also ich habe meinen PC schwer umgebaut. Das heißt, ah, ich höre was. Oder ist das nur Ambience? Also neues Gehäuse, Lüftertechnik reingebastelt, dann Tower, CPU-Kühler. Alter Schwede. Und ja, und natürlich das Ding ist extrem leise geworden. Und ich konnte meine Temperaturen auf bis zu 20 Grad der CPU kühlen. Also das ist auch ein großer Erfolg für mich. Oh, okay. Alles klar. C ist Krokot, Gartortil. Okay, der andere kommt mir nicht hinterher. Dann will ich mal was essen. So, das ist hiermit gemacht. Und irgendwo da hinten war ja noch einer. So, zieh deine... Oh, habe ich noch nicht definiert. Sorry. So, war keine Munition drin, muss ich die Munition umändern. So, da hinten sind mir noch ein zähes Krokogator-Tiel. Krokogator-Tiel. Aha. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Pfeile ich habe. Ich hätte vorher suchen und... Suchen und die Anzahl feststellen sollen. So, hier geht's auch noch drüber. Aha, hier haben wir auf jeden Fall etwas, was wir mit dem Blitzebogen wegkriegen können. Genau. Eine wilde Giftwespe. So, ich hoffe, dass das mit dem Ton und sowas alles gut ist. Aber ich habe nichts Großartiges verstellt am Setup. Stopp. Da ist noch was am Schlafen. Das müsste gehen. Ich speichere mal. Anschleichen, Waffe ziehen. Ist auch gemein hier, ne? Einfach mal so ein Erker hier. Okay. So. Wo ist vorne und wo ist hinten? Okay. Da gibt es wieder von hinten was auf die... auf den Podex. Okay. Das ist jetzt erledigt. Mit dem 10 Wüstenkämpfer. Heilpflanze. Gucken, ob es noch mehr gibt hier versteckt. Ja. Wie schon gesagt, erstmal muss ich hier wieder reinkommen. Komme ich nicht vorbei. Auch schön. Jetzt werde ich wieder durchgeleitet. Und hier ist ja auch noch ein bisschen was. Ein Pflänzchen. Leute, nee. Gucken. Ist nichts in der Nähe. Noch eine Heilpflanze. Tränke muss ich kaufen. Ich muss wieder brauen und sowas. Na, wo bist du denn? Hab ich jetzt was gehört, oder? Leute, ist das hier ein Kram? Kann das sein, dass irgendwo im Hintergrund... Ja, da hinten. Da hinten ist eine... Webs. Aber die ist jetzt erstmal Webs. Weg. Waldbärchen. Wespe. Ups. Speichern.
Ja, da steht so eine Steinstatue hier, ne? Und hier ist eine Truhe. Und es gibt da hinten noch Wespen. Oder nur eine, aber ich meinte zwei gesehen zu haben. Ach, da hinten ist noch eine. Sodele. Jede Menge Heilpflanzen. Hier gibt es ein Teleport-Plattförmchen. Ja, ich tue viel verniedlichen. Das liegt daran, dass ich aus den Niederlanden bin. Also nicht ganz, aber niederländische Herkunft. Und dahinter ist noch ein noch irgendein Leopard. Mann, oh Mann, oh Mann, ist hier was los. Oh, noch ein Leopard. Ach, du liebes Läuschen. Und ich habe noch nichts gefuttert. Kriege ich den so weg? Große Frage. Kommt die nächste Frage. Mach doch den Leoparden weg. Glück gehabt. Yeah, sehr gut. Dann habe ich schon hier was gesehen. Eine Waldbeere und dann werde ich mich natürlich ein bisschen ernähren, damit ich hier ein bisschen mehr Lebenspunkte kriege. So. So, ein bisschen was gegessen an Kräutern und so ein paar wichtigen anderen Dingen. Mit den Tränken muss ich noch ein bisschen aufpassen. Da habe ich nur noch 14 Volltränke. Und 2081 Giftpfeile habe ich. Schaut einmal, guck. Da hinten ist nämlich noch ein kräftiger Leopard. Vielleicht kriege ich den von hier auch schon mal ein bisschen angeteasert. Ah, du sollst... Ja, okay, kriege ich sogar. Wisch, wäsch, wäsch. Schon wieder so viel Lebens verloren. Ja, dann versuche ich doch mal den zweiten hier. Zwar in meinem in meiner Lebenssituation jetzt mal so mit nur mit Giftfallen zu eliminieren. Oh oh. Nicht gut. Oder? Es kommt drauf an hier. Okay, gut. Ach, der ist futsch. Dann machen wir uns mal an die Truhe ran, nachdem ich wieder was gegessen und abgespeichert habe. So, dann gucken wir mal auf den Charakterbildschirm hier. Paladin, Stufe 85, Magiekreise 5, Erfahrungen. Oh, da braucht es nicht mehr viel. Ja, Stärke 229, Geschick 182, Mana, Lebensenergie, Magiewissen, Schutz. Ja, jetzt bin ich gespannt, was mit der Truhe ist. Aha, okay, Picklock Helper habe ich ja dabei. Okay. Okay. Oh shit. Jetzt. Okay. Vorher, das ist eine neue Version. Vorher stand da nämlich immer L und R. Okay, also rechts, links, links, rechts, 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 links. Links. Wunderbar. Und was haben wir? Ornament Schlüssel für Himmelstempel Varand. Ornamentring für den Schalter. Oh nee, nicht schon wieder irgend so ein Heinz, der da immer hinterrücks da mich kaputt macht. Menno, Menno, wo ist der? Irgend so ein Feuerteufel oder irgendwas Feuriges. Da hinten. Was ist denn das für einer? Ein Waldgolem, der Feuer schießt. Auch wieder neu. Okay. Das Ding ist weg. Und ich habe schließlich... Oh, ich bin gut geschützt. Okay. So, dann gucken wir doch mal im Logbuch rein. Da gab es nämlich irgendwas mit Ornamenten. Wo war denn das? Weiter oben. Die Himmelsscheibe. Genau, das ist jetzt neu reingekommen. Klar, ich habe ja meine kleinen Helferlines noch installiert gehabt. Ich habe das Ornament für den Schalterschlüssel gefunden. Sturmraute 3, Quadrat, Sonne, Zacken, Schlüssel. Ja, hört sich gut an. Gucken wir mal, was da hinten ist. Da ist doch auch noch was. Noch ein Waldgolem. Okay. Ach dann, auf ins Gewühl. Ja.
eine Feuerfaust, also Feuerast, dass er selber nicht verbrennt. Schön. Ach ja, ich habe eine neue Kamera auch. Das heißt, nicht neu, sondern ich habe einen Camcorder genommen und dann HDMI-Übertrager angeschlossen und dann dürfte das wohl einigermaßen laufen. Okay, bevor ich darüber steige, um zu wissen, was dann ist, speichere ich nochmal ab. So, Achtung. Nix. Okay, das Ding ist inaktiv. Dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Die haben wir ja, ne? Jupp. Wollte eigentlich in die andere Richtung, aber wie das halt eben schon so ist. Man hat was vor und dann klappt es doch nicht. Dann wird man abgelenkt. Irgendwelchen anderen Creatures. Kreaturen. Aber hier ist ein Fluss zur Orientierung. Ja, da ist eine. Da sind noch ein paar Sachen. Und zwar hier auch noch ein zähes Krokodil. Und dann werden wir mal hier die vielen Giftwebsen. Ah. Los, visier mich mal an, dann bist du nicht so zappelig. Kann ich dich besser treffen. Oh, vorhin sind die doch richtig empfindlich gewesen. Hä? Okay. Auch noch eine. Die. Wo? Was hat er denn jetzt gemacht? Ein Knochenkrieger. Ach so, da oben ist ein Knochenkrieger. Na, auch schön. Gut zu wissen. Jo. Okay. Oh, es ist alles so grün hier. So mega super grün. Kriege ich die Geschichten hier nicht, die Wespe hier nicht mehr zu finden. Doch hier. Ja, alles gut getarnt. Wo ist jetzt die zweite? Dann ist noch das Krokodil. Ja, da ist er. Aufpassen, man machen muss. Ja, der Vorteil, den Camcorder zu benutzen, ist, ich habe hier eine bessere Framerate. Und ist auch ein bisschen klarer. Und ich kann Zoom aktivieren. Also bei diesen Webcams oder sowas, da gibt es ja nur digitalen Zoom und der ist wirklich Fritte. Also das kann man vergessen. Das ist nicht so ausreichend. Okay, da sehe ich noch so einen Krokogator. Dreie. Oho. Kurz gehüstelt. Okay, aber sonst alles gut. Schauen wir mal, was versteckt sich da noch hier? Ein Knochenkrieger. Noch ein Knochenkrieger. Kriegerknochen. Weiß jetzt nicht. Soll ich hier auf der Seite erstmal bleiben? Kräftiger Leopard. Alles so versteckt, Leute. Gucken, kriege ich den eventuell? Nee, der ist hier im Busch versteckt. Nein, nicht schon ein, da ist der Typ. Was? Was hat mich denn da jetzt getroffen? Das war bestimmt der Knochenkrieger. Und wie er mich getroffen hat. Menno. Ach, der Obbe! Das ist ja nicht zu fassen. Kristallgolem. Ah, da oben geht's irgendwie hoch. Ach, du liebes Läuschen. Und jetzt werde ich irgendwie auch noch verfolgt. Okay. So, ist hier alles safe? So, dann habe ich sie schon mal auf mich gelenkt. Lebenstechnisch bin ich auch nicht mehr so gut. Ach, da hinten sind sie. Oha. Und zwei Stück. Oh, ich sehe schlecht aus. Und so, und da ist der Typ. Ah, mein. Die gehen wieder zurück, dann kann ich ja was essen. So, da es so viele Typen da auf einem Punkt sind, versuche ich mal die Eiswelle zu nehmen. Oh, jetzt ist das alles dunkel geworden. Das ist ja lustig. Okay. Oh,
oder? Wie spät haben wir es denn jetzt? Ist so schlagartig dunkel geworden? Okay, 18 Uhr. Ah, die Ecke da hinten ist wahrscheinlich so ziemlich dunkel. Ah, nee. Ich weiß, was das ist. Das ist die Blendung durch den DX11-Renderer. Das heißt also, wenn man geblendet ist, dann durch das Eis, dann macht der Renderer das folgendermaßen, wie als würde man so im echten Leben geblendet werden. Und dann dauert es ein bisschen, bis sich die Augen wieder dran gewöhnt haben. Das ist das Neue an dem neuesten Renderer hier. Ich speichere mal. So, weiter geht's. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwie was? Da oben stand doch, ja, da steht immer noch ein Knochenkrieger. Ach so, das sind Knochenkrieger, die mit, da ist der Sprüchen auf Warten. Oh, eine Heilpflanze. Gehen wir mal hier entlang. Bleiben immer noch hier auf der Seite. Alter Schwede. Waldbärchen. Noch eine Waldbeere und da hinten scheint sich das irgendwie wieder zu wiederholen. Ja, wunderbar. Ein Knochenkrieger. Mit seiner blöden flüsternden Feststellung, dass ich hier bin. Aber wo bist du? Ist nur der da oben? Tatsache. Wilde Giftwespe. Zähes Krokodil. Also hier gibt es unheimlich viel und ich bleibe hier hängen. Jetzt bin ich doch hier rein. Ah, Mann! Du sollst das Ding treffen und nicht daneben schießen. Was flackert hier? Okay. Oh, Mann! Wie kommst du zu nix? Boah, gestorben. Ja, was wäre denn eine Folge, ohne mal zu sterben, nicht wahr? Okay, die hatte ich alle schon. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt verjüngt sich das da hinten wieder. Okay. Jetzt hat er den... Leute, da muss ich wieder die ganze Zeit neu machen. Mit dem Pfeil und Bogen, dass ich hier mal nachlade, weil er standardmäßig immer den normalen Pfeil einlädt, den ich gar nicht habe. Ich habe nur noch ein paar andere. Okay, das sind die Krokodile. Da ist ein Knochenkrieger. Kriege ich den eventuell von oben schon? Der ist nämlich auch... Nee. Okay, ein bisschen flacher das Ganze. Ah, die Blätter sind da im Weg. Ja! Also, läuft doch. Jetzt komm runtergefallen. Aha. Jawoll. Er kommt runtergefallen und nicht ganz an mich heran. Okay, hier war doch noch ein Dämonen-Zweihandschwert. Wunderbar. So, Leute, es macht mal wieder langsam Fetz, mal wieder das Spiel wieder aufgenommen zu haben. Musste wieder hüsteln. So, aufpassen, weil da hinten sind Krokodile. Und diese vielen Geräusche, die nerven ab. So. Okay, Waldbeere. Irgendwas ist da noch hier. Noch ein Knochenkrieger. Also hier oben geht's rechts lang. Wahrscheinlich zu diesem komischen Gebäude. Aber ich bin jetzt hier noch im Tal. Okay, hier gibt es nur Krokodile. Hier gibt es noch ein kräftiger Leopard. Ach ja, das war ja der in der Dings. Im Gebüsch. Gucken. Kriege ich den? Nee, den kriege ich. Doch! Okay. Und wann zeigt er sich? Zeigt sich noch nicht. Ah. Wahrscheinlich klippen hier die Dinger auch. Nee, doch nicht.
Mist. Und schon wieder kaputt. Oh, nochmal gestorben in dieser Folge. Jawohl. Also, jetzt stehe ich wieder hier vor diesem Leopard, vor diesem kräftigen. Okay, da scheint er irgendwie... Okay, da oben ist noch ein Krieger. Kann das sein? Das sind zwei von der Sorte. Das ist ein Pärchen, wa? So, los, komm. Gucken, vielleicht bleibt er ja hängen auch. Wie eben. Bloß ich musste da irgendwie mal reinlatschen. Ja. Geht, ne? Bis jetzt. Gucken, wann er umswitcht zu diesem anderen Leoparden. Vielleicht kann man ein bisschen näher rangehen, dann. Na? Wie wär's mal, wenn du mal. Das kommt wohl auf den Winkel an hier, was? Jetzt. Jetzt. Alter, glaubst du es denn? Okay. Der ist jetzt hin. Speichern. So, und dann war ja noch einer da. Und zwar hier. Gucken, vielleicht kriegen wir den auch durch die Büsche getroffen. Näher ran. Okay. Oh nein. Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung schießt der Knochenkrieger da ab. Moment mal. Aha, okay, da ist der Leandros-Part. Der Leopard. Oh, der ist fix. Okay, der Pfeil lässt ihn natürlich zurückbouncen. Okay, gut. Auch hier heißt es wieder Mampfi. Mampfi? Okay, ich habe ja noch diesen Ziegenschlafsack. Den werde ich mal nehmen. Man kann ja zum Glück übernachten. Und dann mal gucken. Und zwar ausruhen. Nicke ich bis zum nächsten Morgen. Das hört sich doch gut an. Sodele. Auf ein neues. Tja. Jetzt gilt es natürlich noch zu gucken, wo es noch was gibt. Außer die Krokodile linker Hand. Aber hier oben hat es ja noch irgendwelche Peoples. Aber ich will erstmal hier unten bleiben, um zu gucken. Okay, Krokodil. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle da, wo die Leoparden waren. Und da ist noch ein Knochenkrieger da oben irgendwo. Oh, eine Brücke. Ah, eine Brücke. Gucken. Ah, jetzt bleibe ich wieder an den Pflanzen hängen. Ah, so, jetzt bin ich genau unter der Brücke. Und er schießt schon. Wo ist er denn hin? Ah! Oh, zwei von den Leuten. Nein, zum dritten Mal gestorben. Aller Anfang ist schwer. Oh, nee. Okay, dann wissen wir, dass da oben mal so ein paar People sind. Und an der Brücke. Vielleicht sollte ich die mal runterlocken. Oh. Damit sie runterfallen und ich eventuell dann auch wieder die Eiswelle nehmen kann. Wo sind sie? Da. Kann das sein, dass sie da sind? Tatsache, da oben. Da oben steht einer. Aha. Der schießt jetzt. Okay. Also auf jeden Fall sind die schon mal aktiviert. So, jetzt gucke ich mal, ob sie hinter mir herkommen. Wie eben. Kommen sie nicht. Ah, da oben. Weg. Es reicht mit dreimal sterben. Oder ich muss meine Strategie ändern und die mal hier erstmal außer Acht lassen. Weil da
Ja, das ist jetzt doof. Da werde ich schon wieder angeschossen. Nee, das bringt nichts. Deswegen gehen wir erstmal wieder rüber und gucken uns mal die Krokodile an. Werden wir die auch noch mal. Ja, hier ist zum Beispiel eins. Ja, verlangsamt. Wasser verlangsamt. Verlangsamt immer. Da können wir auf jeden Fall das Zielkrokodil hier auch schon mal wegballern. So, da war ja noch eins dahin. Kriege ich das eventuell von hier? Wo war denn das hier auf der linken Seite? Da. Serosen. Oh, da hinten sieht jede Menge. Ach ja, dann machen wir die auch nochmal weg hier. Okay. Uchi. Jetzt muss ich selber da durch, weil das ist zu weit weg. Oh, rutscht da rum. Okay. Oh. Okay, gut. Auch du bist weg. Speichern wir mal. So, auch wenn ich jetzt ein paar Minuten überziehe, dann werde ich auf jeden Fall schon mal die Krokodile hier sehr doof. Kann ich keine Combo machen, weil der immer zurückgeht. Okay, Musikwechsel. Waldbären. Die Krokodile sind auf jeden Fall hier besser zu erkennen, weil sie grau sind. Stopp, hier war noch was. Waldbäre. Da hinten ist was, ne? Nee. Nur direkt vor mir. Aber da ist ja auch noch eins. Okay, liebe Freunde. Ja, manchmal denke ich auch, machst du mal hier einen Schwenk zum Nahkampf. Okay. So, da hinten ist ganz, ganz weit einer weg. So, also nochmal hier den hier anlocken. Okay, das ist auf jeden Fall ertragreicher. So, und dann hier in der Nähe gibt es ja auch noch eins. Da ist er. Ja, auch schon gewittert. Und wenn wir den dann weggekillt haben, dann soll es das gewesen sein. Für die Folge. Ja, danke für euer Zuschauen. Moment mal, vielleicht geht das ja wieder so. Ja, danke für euer Zusehen und gebt ein Like und schaut bitte in die Videokommentare. Nein, Quatsch. Ja doch, in die Videobeschreibung am besten, weil da gibt es eine Neuerung und ein paar Links, weil ich habe nämlich was vor. Aber ja, ich sage Adios und macht es gut. Tschüss.